Okay, weiter geht's im Text. Wir wollten zum Strand. Genau, Maggie, immer schön stehen bleiben. Lass mich ruhig laufen. Das ist legitim. Ja, ja. Maggie, komm schon rüber. Danke, Boston. Strand. Strand. Oh, toller Strand. Aber wo zum Henker? Ah, was haben wir denn da? Ich würde zu gerne wissen, was passiert, wenn ich das Teil wieder dahin bringe, wo es hingehört. Ja, ich auch. So. Okay. Gut. Zurück, Marsch, Marsch. Eine gute Frage, ob man dieses Teil auch zufällig hätte finden können, wenn man vorher da war, oder ob das dann einfach nicht anklickbar gewesen wäre. Wenn das außerirdische Viech uns das nicht gesagt hätte. Wir werden es wohl nie rausbekommen. So, wir müssen wieder hier rüber zur Lichtbrücke. Weil wir wollen zur großen Maschine. Dahinter. Ziehen. Ich kann nichts machen. Gucken, was passiert. Der Zombie. Wo waren Sie? Wo wir waren? Ich brauche Ihre Kristalle! Und zwar alle! Und zwar sofort! Kommen Sie, Brink. Wie viele Kristalle kann ein einzelner Mensch benutzen? Doch nicht für mich! Sie Ignoranten! Ich brauche sie für meine Maschine! Für die Wissenschaft! Forschung! Rücken Sie sie raus! Maschine? Wovon reden Sie? Ich habe genug vom Reden! Ich werde nicht zulassen, dass mich irgendjemand von der größten wissenschaftlichen Entdeckung der Geschichte abhält!
Ich habe nur noch ein paar Kristalle übrig, Brink. Aber wir können gerne teilen, wenn Sie wollen. Ich will alle. Sie haben nicht geteilt, Lo. Ich habe sie einfach genommen. Ihr Glück, dass Sie nicht gegen mich gekämpft haben. Ich hätte sie dafür umgebracht. Nett. Sie hätten es versucht. Sie beide werden nicht mehr als eine Fußnote in der Geschichte meiner Errungenschaften sein. Er hat das Maschinenteil nicht beschädigt, oder? So. Super toll. Jetzt speichern wir erstmal kurz. Safe, so. Na gut, gucken wir mal. Es passt. Aber die Maschine arbeitet immer noch nicht. Hat der Außerirdische uns angelogen oder braucht die Maschine noch etwas zum Laufen? Ein Lebenskristall könnte genau reinpassen. Also brauchen wir Lebenskristalle. Das nehme ich besser mit. So ein Mist. Wo war Brinkus auf der Gruftinsel? Oh je, die Tür. Kurze Pause. Okay, weiter geht's. Wir wollen zur Gruftinsel. Und zwar war Brink ja hier oben. Dahin. Wir brauchen Lebenskristalle. Anders geht's nicht. Cutscene. Hoffentlich nicht zu lang. Verschwinden Sie von hier! Ich werde nicht zulassen, dass Sie meine Kristallmaschine zerstören! Wir wollen gar nichts zerstören. Meine Maschine funktioniert noch nicht. Ja, lachen Sie nur. Ich habe alle Inschriften studiert. Maggie ist nicht die Einzige, die fremde Sprachen entschlüsseln kann. Ich bin genau nach den Plänen vorgegangen. Aber es fehlt noch etwas. Ohne das funktioniert die Maschine nicht. Wenn Sie also denken, Sie könnten mir meine Kristalle nochmal stehlen, Commander, denken Sie sich was anderes aus. Vorher werde ich Sie töten. Und glauben Sie mir, niemand wird Sie wiederbeleben. Sie haben mich bisher zweimal ausgeraubt und ich Sie nur einmal. Also habe ich noch einmal gut. Machen Sie sich nicht über mich lustig! Machen Sie sich nicht über ihn lustig, Boston. Okay. Wahrscheinlich wird das, was jetzt hier kommt, länger als eine Minute dauern. Deshalb machen wir da nochmal einen Cut, während er da rumwurschtelt. Also bis gleich geht's weiter. Ciao, ciao.